Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal. Und zwar, wie geht das eigentlich? Dieses neue Format umfasst in Zukunft ja so eine Art Tutorials. Bedeutet, wir werden jetzt heute mit einem LS15 Tutorial oder wie geht das eigentlich anfangen. Und je nachdem, welche Fragen auch aufkommen sollten, werde ich sie mit so einem kleinen Video beantworten. Ja, in der Vergangenheit sind ja einige Fragen aufgekommen, wie Mods einzufügen sind, dass es nicht geht und so weiter und so fort. Jetzt fangen wir erstmal hier auf dieser wunderschönen Internetseite an, und zwar www.modhoster.de. Und hier könnt ihr dann oben auswählen Landwirtschaftssimulator 2015, 13, 11, unter anderem aber auch Eurotruck Simulator, Minecraft, World of Tanks, Spin Tires, OMSI 2 und Landwirt 14 und Skiregion Simulator. Und da kriegt ihr dann hier so Sachen. Ich mache es dann meistens so, ich gehe hier auf Empfehlungen und suche mir dann hier dann so Sachen raus. Ich habe mir jetzt mal hier den hier ausgesucht. Den Glas Xerion 4500. Da klickt man jetzt einfach drauf und dann öffnet sich das hier so. Und dann stehen hier so ein paar Informationen, was es so kann, von wem es gemacht worden ist, Version 1.5, 2 und so weiter. Dann gibt es hier noch Änderungen, ja, was wurde verändert, Bilder von den Machern und von Usern, die es benutzen, Videos, Credits und dann die Datei. Und wir sehen jetzt hier Datei 1.5 und 2.0. Dann geht ihr hier drauf und dann kommt ihr auf Uploaded. Hier seht ihr nochmal Dateiname. Geht dann auf Free Download und dann zählt hier ein Code runter. So, ein Code, Sekunden runter, 30 Sekunden. Und ja, wenn die 30 Sekunden rum sind, müsst ihr ein Capture eingeben, bestätigen und dann startet der Download. Runtergeladen habe ich es schon. Und wir warten jetzt noch ganz kurz ab, bis die Sekunden hier unten sind. Na komm, 2, 1, 0. Dann müsstet ihr jetzt hier 10, 16 eingeben und auf Download. Dann lädt das runter. 25 Megabyte ist es groß. Das machen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, ich hab's schon. Und ja, bei Uploaded, wenn ihr da keinen Account habt, dann dauert es ein bisschen länger. Dann zieht er, glaube ich, nur mit 50 Kilobyte eine Sekunde. Dann dauert es ein bisschen. So, und wenn ihr es runtergeladen habt, dann entpackt ihr den Ordner und packt es hier rein. In den Farming Simulator 2015 Ordner. Und zwar findet ihr den, bei mir zumindest jetzt ist es so, sollte aber bei euch auch so sein, unter Bibliotheken Dokumente. Und hier oben seht ihr dann My Games, Farming Simulator 2015, dann kommt ihr hier, hier habt ihr auch eure Safe Games. Und dann geht ihr hier auf Mods. Und dann sind hier alle Mods drin, die ihr reinmacht. Und hier oben seht ihr schon CZ Mod Class Xerion 4500. Das ist das hier alles drin, das sind die Texturen, Sounds und so weiter. Und dann ist das eigentlich schon erledigt. Ja. Und wie ihr das dann letzten Endes dann auch im LS15 angezeigt bekommt, das zeige ich euch dann jetzt. Hier sind wir im Farming Simulator 2015 auf der aktuellsten Version 1.3.01 und wie ihr schon mal generell sehen könnt, ob denn der Mod überhaupt funktioniert hat, müsst ihr nicht unbedingt in euer Savegame reingehen, sondern ihr geht auf Optionen, auf Mods und dann seht ihr hier alle Mods, die ihr drin habt. Und dann seht ihr hier schon den Glas Xerion 4500 and Weights. Könnt ihr natürlich auch hier direkt rauslöschen. Und das sind dann eben alle Mods drin, also auch die Karten. Ja, ich habe hier ein paar. Unter anderem auch ein Xmas. Gut, dann könnt ihr hier zurückgehen und dann geht ihr auf Karriere. Ich nehme jetzt mal den Spielstand, das ist ja mein Preview-Spielstand, deswegen auch die 7,7 Millionen. Und dann startet ihr den. Als kleiner Tipp, wenn ihr eine Mod runterladet, ist es immer eine ZIP, entpackt sie am besten und dann hat es euer LS15 am einfachsten. Und jetzt warten wir, bis wir das Spiel starten können.
Und einmal bitte Start. So, willkommen im LS15. Und jetzt gehen wir einfach mal in den Shopus Maximus. Gehen hier oben weiter auf Kategorien Mods. Und da es ein Traktor ist, sollte er normalerweise unter Traktor erscheinen. Ah, Doppelklick. Und da seht ihr die drei Stück. Und hier ist auch der Glas. Den können wir jetzt mal direkt kaufen. Und dann gucken wir uns den auch mal kurz an. Jetzt müssen wir hier mal durchschalten. Und da ist er. Also das ist der Glas Xerion 4500. Sieht ganz schick aus. Auf Leertaste können wir hier wieder Gramm machen. Einschalten. Okay. Menü. Was cool gemacht. Ah, hier kann man das Fenster aufmachen. Menü. Ah, cool. Okay. Hier noch irgendwas zu machen. Ah, genau. Hier kann man dann den Lenker nach vorne holen. Die Tür hier natürlich kann man aufmachen. Hier noch irgendwas. Nö, ne? Nö. Außenansicht. Blinkleuchten. Und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich auch noch die Gewichte im Shop, die wurden mit installiert. Jo. Und funktioniert tut auch, ne? Oh, ist cool. Eine Hand auf dem Armaturenbrett, mit der anderen wird gelenkt. Ja, ist schon ziemlich cool. Ja, also es hat alles wunderbar funktioniert. Ja, das ist das, was ich euch zeigen konnte. Und ein paar mehr. Wie geht das eigentlich auf dem Kanal hier erscheinen? Allerdings natürlich zu den Spielen, die ich selbst spiele. Zu anderen Spielen wird es natürlich schwer. Wenn ich die selbst nicht habe, kann ich auch kein Tutorial machen. Sprich FIFA 15, LS 15, Minecraft. Was haben wir noch? Counter-Strike wäre möglich. Ja, also das wäre dann das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen hoch lassen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet zu LS15, explizit zu irgendwas, dann zeige ich das natürlich auch. Dann gibt es auch noch ein neues Video. Und ja, also wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentiert, abonniert. Und dadurch, dass es halt immer auch so ist, dass es ja auch eine Frage geben muss, wird es jetzt auch nicht jeden Tag erscheinen oder nicht unbedingt jede Woche, aber wohl doch jede Woche wird schon erscheinen, weil es ja schon ein paar Fragen noch aufgestaut sind. In diesem Sinne, wenn ihr jetzt von euch aus gesehen unten links so schräg guckt, dann könnt ihr hier einmal auf meinen Kanal stoßen und dann vielleicht auch abonnieren, wenn ihr Lust habt, oder andere Videos anschauen. Und von euch rechts gesehen, seht ihr das letzte Video, was auf dem Kanal online gekommen ist, das war der Mitschnitt vom Livestream. Allerdings ist da der Ton nicht so gut, da muss ich noch ein bisschen arbeiten und gucken, dass es besser wird. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao.